Ja, Leute, was geht hier? The Devil Love Tanks, willkommen zu einer weiteren Runde. WoT, gutes Match Replay. Und schaut an, wir haben einen Panzer hier, der im Replay da ist, und zwar der T57 Heavy. Und wie ihr wisst, habe ich ihn als mein Meisterstück gekrönt, denn das ist ein Panzer, den ich zu euch sagen kann, da hat sich echt gelohnt zu spielen. Ihr werdet es in diesem Replay sehen, wieso er sich gelohnt hat zu spielen, denn dieser Panzer ist einfach so episch. Also das ist einfach episch, was er hier leisten kann. Also, ich werde hier nicht spoilern, wir spielen nur auf dem Map Polargebiet, und nebenbei zu sagen, das ist mein erstes richtiges Tier 10 erstes richtiges Replay, weil mit dem Objekt 263 hatte ich eins, aber das war ja so lala, das war so, ja, es ging schon so, standardmäßig konnte man da was rausholen, aber das war schon richtig was Neues, also da war ich selber überrascht. Ich habe zwar versucht, so gechillt wie möglich zu spielen, ist mir auch gelungen, aber ihr müsst einfach nur auf meine Munition achten. Ich habe jetzt 32 Schuss von der normalen Munition, und ich habe 4 HE-Munition. Das ist, ihr wisst ja wofür, für Panzer der Waffenträgerreihe oder für Panzer, die halt weniger Panzerung haben, ne? Beziehungsweise Franzosen oder sonst wer. Genau. Ihr seht, ich bewege mich natürlich standardmäßig, wo die Heavys auch kämpfen sollen, hin und versuche da erstmal was zu machen. So, ich bewege mich und schaut, der ESV geht runter. Ich so, ja, okay, ich folge dir ESV, du brauchst bestimmt Hilfe. Ich fahre, ihr seht, ich würde eigentlich auf jemanden schießen, aber ich habe gesagt, nee, lieber nicht, denn es kann schlimm werden. Schaut euch das an. Also, wir sind auf jeden Fall ganz okay aufgeteilt. Wir sind hier ganz viele Heavys. Der Gegner hat aber auch irgendwie mehr Heavys als wir. Ja, der Kollege kassiert gleich aufs Härteste. Ich versuche hier noch gleich irgendwie zu helfen. Schieße erstmal den, FV-215B einfach eine rein. Ja, versucht gerade jemanden auszuziehen, habe aber niemanden getroffen. Schießt nochmal, ist abgeprallt. Ja, passiert, man kann halt nicht immer treffen. Das Gute ist bei mir, ich habe hier kein einziges Mal, glaube ich, verschossen. Das heißt, ich habe meinen Gegner schon getroffen, aber es waren halt Abpraller oder nicht durchschlagende Treffer oder sonst was. So, gucken wir aufs Gefecht. Sehr, sehr viele Heavys. Artillerie macht hier auch gerade ihr Ding. Ich lade natürlich noch nach. Leider wird es hier nicht angezeigt, dass ich noch, wie viele Sekunden ich nachladen muss, aber ich bin schon so gut wie fertig. Und Kaching, ich bin fertig mit dem Nachladen. Da kommt der F215B. Nein, da kommt der, der Kollege TNS-5, aber der Kollege hat sich verspielt und ich finish den ersten. So, da haben wir schon genatzt. So, ich ziele natürlich aus und der Schuss ging, ja, hat ihn schon, glaube ich, getroffen. Der Ball ging nicht weit durch. So. Wir schauen weiter. Okay, der E100 kämpft da noch. Der IS-7 ist auch da oben. Ich habe hier Verstärkung, 2 10er. Bin noch auf der sicheren Seite. Ihr seht, mein Fahrer ist noch komplett, wurde jetzt gerade repariert. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn vergessen zu reparieren, aber ich habe es dann doch gemacht. So, ich lade natürlich nach. Ziele den Kollegen aus. Hat nichts gebracht. Bisschen weiter unten. Und Katsching, weg ist er. Zweiter Kill, wunderbar. Ich habe noch 2 Schuss im Magazin. Der IS-8 muss kassieren. Das hat er verdient. Ein Schuss. Ich dachte, der IS-4 finisht ihn, aber ich meine, der TNC-5 finisht ihn, aber schafft es nicht. Und zack, mache ich schon den dritten Kill. Okay, wir haben 3 Kills. Ich bin sehr zufrieden soweit. Ich schaue gerade oben links bei A1, B1, C1. Die Medium-Panzer, das sind 3 Heavys von uns nebenbei. Wir sind hier im Nachteil mit Heavys, aber irgendwie schaffen wir das schon, sie zu besiegen. Und ihr seht, wir haben hier so gut wie durchgepusht und ich versuche jetzt gerade von hinten ranzufahren. Aber schaut euch das an, der Gegner ist einfach die komplette Flanke durch. Mit Scouts vor allem zerstört er da einfach alles von uns. Und wir so, scheiße, wir haben halt, ja, sozusagen Arschkarte jetzt schon mal. Wir sind zwar hier durchgekommen, aber die sind halt dort durchgekommen. Und Scouts, wenn die leben, dann machen sie dir halt echt das Leben schwer. Weil die schießen die einfach in den Arsch und du siehst sie halt kaum, beziehungsweise aus der Deckung. Und ihr seht, die Leute da sind einfach alle gestorben. Nur noch die Scout, aber die wird jetzt auch gleich flöten gehen. Und ihr seht, da kommen so viele Gegner auf uns zu und das wird halt echt schwer. Und ja, ihr seht gerade im Moment, der IS-7, der volle, und der IS-7, der hier, also die werden hier kämpfen noch, also die fahren halt zur Flagge und werden da kämpfen. Und ich versuche mit dem IS-4, der sich natürlich auch mitentscheidet, mit mir zu fahren, die Basis zu verteidigen, so gut es geht. Das heißt, ich werde mich nicht jetzt auf episch rausfahren, versuchen und so weiter und was zu machen, sondern ich habe hier noch genug Munition, kann ein bisschen noch schießen, so just for fun, also just for fun nicht, aber ich versuche so viel Damage zu machen, wie ich kann, genauso schießen, wie ich kann. Habe ich jetzt 2-mal geschossen, ich weiß nicht, ob der 2. Schuss jetzt gerade getroffen hat. Normalerweise hört man ja irgendwas von Treffer oder Nicht-Treffer, aber naja. So, ihr seht, ich habe 2 Schüsse abgegeben, sofort wieder nachladen, denn ich habe keinen Bock, mit 2 Schüssen zu stehen und dann wieder extra nochmal nachzuladen, deswegen warte ich. So, einen T-62A-Hammer, einen FV-405,
Nein, FV, wie heißt der? 402 heißt er, genau, nicht 405. So, da sehen wir einen, ja, T62A gerade entlang fahren. Ich lade natürlich noch lang genug nach. Schade, kriege ich niemanden. Da versuche ich ihn auszuziehen. Leider nicht geklappt. Ihr seht, ich kämpfe da noch. Zweimal verschossen, also ist schon echt behindert. Dann ziehe ich ihn nochmal in die Seite. Das war richtig dumm, aber jetzt ziehe ich ihn direkt in die Vorderteil rein. 333 Damage, ich bin zufrieden. So. Ja, da beschwert sich der IS-7, wie wir zum Teufel die Flanke verloren haben konnten, dies, das. Und ich sehe schon, der eine IS-7 ist gestorben und der andere kämpft da irgendwie noch gegen den T-30. Und ich dachte, ja, der T-30 wird schon Leben verlieren, ne? Denke ich mal, wird er schon überleben hier. Also wird schon echt hart kassieren. Vielleicht stirbt der IS-7, man weiß ja nie, aber Hauptsache er kassiert. So, der T-450 hat auf mich mit Gold geschossen, hat natürlich gleich mal meinen Turm gekrittet. Ihr seht, ich ignoriere meinen Turm erstmal, weil ich brauche ihn im Moment nicht für schnelle Drehungen, weil ich werde hier jetzt eh nicht gerusht oder sonst was. So, da kam der nächste Schuss von dem T-54. Ich glaube, ich habe ihn nicht getankt, sondern der ging schon durch mich durch. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht aufgepasst, was mein Leben angeht. Ja, ich lade wieder nach und ja, drei Scouts, zwei Medium-Panzer, eine Arty und ein TD. Das sind noch genau 7 Gegner. Okay, wird interessant. Ich lade natürlich noch nach und kann nichts machen. Ich muss noch die Hälfte nachladen. Das heißt, ich bin noch komplett unmöglich zu bewegen. So, die IS-4 tötet. Der IS-4 tötet jetzt gerade die erste Scout. Noch sind zwei übrig. Und ich warte. Ihr seht, der Gegner cappt. Das denke ich mir gut. Die cappen durch. Wir haben verloren. Ist alles klar. Wir sind noch zu zweit. Der Gegner checkt. Hey, wieso müssen wir cappen, wenn wir die zwei noch finishen können, ne? Und ja, da ist die Scout. Da die tötet sie in IS-4. Glücklicherweise, irgendwie schafft sie das. Ich habe noch zwei Schuss. Zwei. Und Katsching habe ich den T-54 genutzt. Also zwei Gegner mit vier Schuss. Wunderbar. Jetzt muss ich nachladen. Der T-62A traut sich sehr, sehr weit raus auf mich. Also da geht schon echt auf mich nahezu. Plus der WZ-131 wird sich natürlich wahrscheinlich auch auf mich rausfahren wollen. Mein Turm. Ihr seht, mein Turm noch nicht repariert. Wieso? Ich habe jetzt keine Panik, nichts. Aha, WZ-131 gesehen. Ich bin jetzt fertig mit dem Nachladen. Zack. Wollte ich den T-62A treffen? Verdammt, verkackt. Jetzt muss ich überlegen. Wen töte ich zuerst? Der WZ-131 muss sterben. Der muss sterben. Das ist einfach sehr gefährlich. Ich fahre raus. Zack, in die Seite reingehauen. So, der T-62A. Ich gucke, wie ich auf ihn schießen kann. Und da, zack. Das war der siebte Kill. Siebte Kill. Noch zwei Gegner übrig. Das heißt, ich darf mich noch nicht locker hier lassen, denn. Es wird halt echt heftig für mich sein. So, wir schauen. Wir haben 7 Kills, wir laden nach. Munitionsstand, 5 Schuss haben wir noch übrig. Und dann schreibt mir der WZ-132, der T-30 ist noch voll. Das heißt, ich habe Arschkarte und ich sehe, da kommt er gerade raus. Ich fahre zurück, damit er nicht auf mich schießen kann. Aber ihr seht, ich mache ihm Angst, er verschießt. Und jetzt muss ich direkte Treffer machen, weil das ist sehr wichtig für mich. Erster Schuss, zweiter Schuss. Dritter Schuss. Das heißt, der Gegner ist jetzt One-Shot ziemlich für mich. Schaut auf meine Munition. Ich habe einen Schuss. Das heißt, ich habe eine Chance, den Kollegen zu treffen. Aber in dieser Situation, wo ich war, habe ich nicht gewusst, wie viel Munition ich noch hatte. Checkt ihr das? Ich hatte keine Ahnung, wie viel Munition ich noch hatte. Das heißt, ich war praktisch, dachte ich, ich krieg noch 4 Schuss oder sowas raus, ne? So. Ich warte, bis der T-30 auf mich rausfährt. Ich bin ja schon ziemlich nachgeladen. Mein Turm werde ich auch gleich reparieren. Zack, rausgefahren, geschossen, geschafft. 8 Kills. Applaus für mich selber, das war das Beste, was ich jemals gerissen habe mit dem T-57 Heavy. Klar, die Gegner waren schon zerschossen, teilweise kaputt alle, aber schwer war es schon auf jeden Fall. So, jetzt schreibe ich natürlich in den Chat, ich habe nur noch HE-Only übrig, das heißt nur noch 4 Schuss mit HE. Zum Glück ist es nur noch die Arty übrig, das heißt, ich könnte sie mit HE so schon one-shotten, aber irgendwie haben die Artys halt immer ein bisschen Vorteil, weil sie irgendwie keine Panzerung haben, aber irgendwie doch haben. Das heißt, du kommst halt nicht mit deinem, ja, gleich HE-Schuss komplett durch. Das heißt, du machst ihm vielleicht 100, 200 Damage oder so, vielleicht gar keinen Damage, man weiß ja nie, ne? So, ich habe natürlich keine Ahnung, wo die Arty ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie in der Nähe von der Base ist. Wo genau sie ist, ihr seht, ich gucke ganz vorsichtig hin, weil ich muss aufpassen. Mein Turm immer noch nicht repariert. Wisst ihr wieso? Weil wenn ich mein Turm jetzt repariere, wird meine Genauigkeit, reduziert. Das heißt, ich bin dann ungenauer. Und mit meinem kaputten Turm, seht ihr, ich drehe mich langsamer. Das heißt, mein Panzer braucht nicht lange, um zu zielen. Das nutze ich zu meinem Vorteil. Aber das ist ja nur die Arty. Und ja, ich versuche jetzt zu cappen. Ich habe noch 6 Minuten Zeit. Das ist jetzt ein richtiges. Ja, jetzt wird halt gefragt, wer ist besser, Artillerie oder halt ich noch ihn zu töten. Das Problem ist halt, ich habe keine Munition mehr. Das heißt, ich verschieße meine letzten 4 Schuss, die ich hier geladen habe. Ja.
Was ich mache, ich stelle mich natürlich gleich am Rand des Kreises, wo die Arti, denke ich mal, mich auf mich schießen kann. Und jetzt habe ich auch natürlich meinen Turm repariert, weil ich dachte, die Artillerie wird halt irgendwo da sein, aber ist sie nicht. Und ja, ich stelle mich hin und da warte ich. Ich denke mal, die wird jetzt genau da sein, wo sie auch wahrscheinlich sein kann, weil sie kann nicht von hinten kommen und auch nicht von der Seite oder sonst was. So schlau sind Artis normalerweise nicht. Und ja, ich cappe. Ist natürlich jetzt der langweilige Teil, wo ich cappen werde. Und ich denke mal, die Artillerie ist schon irgendwo da, die wird auf mich irgendwo rausfahren. Ich fahre halt ein bisschen rum, versuche zu spotten, versuche mich selber spotten zu lassen von der Arti. Ihr habt gehört, die Arti hat einen Schuss gegeben, hat aber nichts gesehen. Ja, ich cappe, jetzt fahre ich gleich aus dem Cap-Kreis raus. Eigentlich war das nicht gewollt von mir, dass ich rausfahre, aber hat halt einen besseren Vorteil für mich. Ihr werdet gleich sehen, welchen, denn ich kann die Arti zu mir führen. Ihr seht, ich habe schon 60% gecapped und die Arti denkt, scheiße, ich muss jetzt kommen. Und ja, ich fahre ein bisschen zu weit raus. Und denke ich mir, oh scheiße, ich bin rausgefahren, ne? Dummheit tut weh, aber es hat sich, diese Dummheit hat sich für mich halt als Glück erwiesen. Und ich meine, mit 8 Kills hier rauszukommen, ist schon richtig geil. Ja, ihr seht, ich fahre im Kreis bisschen, langweile mich halt natürlich, damit ich wieder capen kann. Und jetzt wundere ich mich, ob die Arti dann doch kommt oder nicht. Der Kollege zeigt A5. Ja, das heißt, also er hat wahrscheinlich gesehen, dass sein Baum umgefallen ist oder so. Das heißt, die Arti kommt anscheinend, ich bin mir nicht sicher, weil ich weiß es nicht. Und ja, ich warte einfach. Ihr seht, ich gucke einfach überall hin. Ihr seht sozusagen das Gameplay, wie ich gespielt habe. So voll überall Augen gucken, dies, das und so weiter. So, ich denke mir, wo ist denn die blöde Arti jetzt? Wann kommt die denn? Die muss ja schon auf mich kommen, ne? Zack, da ist sie. Ich ziele sie geradeaus, schön langsam. Zack, 241 Damage. Sie hat Blindshot gemacht und Kaching, 9. Kill in einem 10er Match. 9 Kills gemacht. Heavy Damage, das war einfach für mich Orgasmus pur. Sogar Mr. Gungeon wollte als erstes die Screenshots sehen von dem Replay. Also ich war richtig fasziniert von diesem geilen Replay. Deswegen nenne ich das Meisterstück Panzer, den ich jemals erspielt habe. Sehr geiler Panzer. Ich meine, wenn der T54 E1 mir schon gefallen hat, dann ist der T57 Heavy natürlich eine ganz große Ladung. Mehr Spaß, mehr Gameplay, einfach viel geil. Viel geiles Zeugs kannst du mit ihm erleben. Okay, Leute, puh. War auf jeden Fall echt angespannte Sache, war richtig interessant. Das nenne ich ein Good Game. Von meiner Seite natürlich, aber 15-14 Stand ist für mich halt immer dieses Good Game. Ansonsten denke ich mal, jetzt seht ihr die Ergebnisse, denn darauf wartet ihr bestimmt alle. Und wir sehen uns dann heute bei einem weiteren WoT Tier X Matches wieder. Bis dahin. Ciao.